Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf die Überholspur. Heute geht es um ein lästiges Thema, nämlich die Probezeit. Du weißt ja sicherlich, nachdem du den Führerschein erhalten hast, gibt es in Österreich eine Probezeit von 3 Jahren. Und in dieser Probezeit darf man gewisse Sachen nicht anstellen. Wenn man nämlich dann von der Polizei erwischt wird, dann muss man eine sogenannte Nachschulung machen. Und da haben sich jetzt die Preise geändert. Das ist relativ teuer geworden oder noch teurer geworden. Mittlerweile kostet so eine Nachschulung 645 Euro. Wenn du erwischt wirst, musst du nicht nur diese Nachschulung machen, sondern auch deine Probezeit wird um ein Jahr verlängert. Wenn du mehrere Vergehen gemacht hast, sogar 5 oder 6 Jahre Probezeit in Österreich. Was darf man in der Probezeit nicht anstellen? Ich habe es dir hier zusammengestellt. Man darf die Promillegrenze, das kennst du ja, nicht mehr als 0,1 Promille. Was ein häufiges Nachschulungsdelikt mittlerweile ist, ist diese Fahrerflucht. In unserer Fahrschule machen wir auch Fahrproben. Das ist ein Teil dieser Nachschulung für 2 Verkehrsinstitute in Klagenfurt. Und beim letzten Mal waren 2 Teilnehmerinnen dabei, die eben wegen Fahrerflucht diese Nachschulung machen mussten. Dann fahren gegen die zulässige Fahrtrichtung, also gegen die Einbahn fahren. Natürlich, wenn man das auf der Autobahn macht, auch das wäre ein Nachschulungsdelikt. Überholen unter gefährlichen Umständen, was ist damit gemeint? Immer wenn du ein Überholverbot missachtet hast oder das Verkehrszeichen Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen missachtest und dabei erwischt wirst natürlich von der Polizei, das ist immer Voraussetzung, dann musst du auch eben eine Nachschulung machen. Ja, Vorrangverletzung wäre ein Nachschulungsdelikt. Bei Rot in die Kreuzung fahren oder bei Rot-Gelb schon losfahren, auch das wäre ein Nachschulungsdelikt. Das häufigste Nachschulungsdelikt in Österreich ist nach wie vor die Geschwindigkeit. Das heißt, man darf im Ortsgebiet nicht mehr als 20 km/h, außerhalb nicht mehr als 40 km/h drüber fahren. Wenn man dann eben von der Polizei erwischt wird, dann muss man eben auch zusätzlich zu der Strafe, die man zahlt, eine Nachschulung machen. Jetzt muss man aber etwas aufpassen, das ist immer so missverständlich. Wenn man mehr als 20 km/h im Ortsgebiet drüber ist, dann muss man eben die Nachschulung machen und die Geldstrafe bezahlen. Aber theoretisch, wenn man 1 km/h drüber ist, ob das jetzt so genau gemessen wird, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man 1 km/h drüber ist, muss man schon Strafe zahlen. Also nur die 20 km/h bedingen, dass man eine Nachschulung machen muss. Wenn man weniger als 20 km/h drüber fährt, braucht man zwar keine Nachschulung machen, muss aber trotzdem natürlich die Strafe zahlen. Unabhängig davon, das weißt du auch, wenn du mehr als 40 km/h im Ortsgebiet drüber fährst, beziehungsweise mehr als 50 km/h außerhalb, dann musst du auch deinen Führerschein für eine gewisse Zeit abgeben. Hängt jetzt immer von der Geschwindigkeitsüberschreitung ab. Was immer häufiger dazu führt, dass du eine Nachschulung machen musst, ist das sogenannte Handyverbot. Da erzählen mir Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Fahrproben immer, dass es auch theoretisch ausreicht, nur die Musik zu wechseln. Wir haben dir übrigens ein eigenes Video dazu gemacht, das habe ich dir hier oben verlinkt, was man mit dem Handy darf und was man nicht darf. Ja, und dann gibt es noch ein Nachschulungsdelikt, das wird euch nicht betreffen. Das wären strafbare Handlungen, also fahrlässige Körperverletzung, fahrlässige Tötung. Das heißt also, wenn du einen Unfall verursachst, schuldhaft verursachst und es kommt eine Person zu Schaden, beziehungsweise im schlimmsten Fall stirbt sogar eine Person, dann musst du auch eine Nachschulung machen, solange du in der Probezeit bist. Unabhängig davon sind aber die sogenannten Führerscheinentziehungsdelikte. Das heißt eben, so wie wir früher gesagt haben, wenn du zu schnell fährst, mit 40 km/h im Ortsgebiet, 50 km/h außerhalb oder rücksichtslos bei Schulen, Kindergärten zum Beispiel fährst, auch hier kannst du deinen Führerschein verlieren. Oder wenn du zum Beispiel deine Brille nicht aufhast, das sind alles Entzugsdelikte. Alkohol, Drogen ist natürlich logischerweise, hat nichts mit der Nachschulung zu tun, aber das betrifft jeden. Da würde man auch in der Probezeit seinen Führerschein verlieren und muss eben zusätzlich diese Nachschulung machen. Im Zuge der Nachschulung gibt es dann eine Fahrprobe. Das machen Nachschulungsinstitute gemeinsam mit Fahrschulen in Österreich. Wir haben, wie gesagt, 2 Partner, die das mit uns machen. Und da gibt es immer wieder die Frage, naja, wie schaut es denn aus? Kann ich da bei der Fahrprobe meinen Führerschein verlieren? Und da kann ich dich beruhigen, nein, das kannst du nicht. Wir schauen einfach nur, wie fährst du, wie verhältst du dich im Straßenverkehr und können dir dann ein Feedback geben, das eben in diesen Gesprächen mit dem Verkehrspsychologen dann eben eingebracht wird. Am besten ist es natürlich, in den ersten 3 Jahren keine Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung zu machen, wie es generell nicht gescheit ist. Ja, man muss das immer Strafe zahlen. Aber in den ersten 3 Jahren kann es eben dazu führen, dass man eine Nachschulung hat. Dieses Geld kann man sinnvoller investieren, wenn man sich überlegt,
mit dem Handy zu telefonieren, kostet 100 Euro Strafe. Dann muss man den Führerschein neu ausstellen, das kostet noch einmal 50 Euro. Plus eben die Nachschulung mit 645 Euro. Da ist man gut und gerne 800 Euro los, plus die Zeit, die man aufbringen muss. Also für 800 Euro, da kann man das Geld schon gescheiter einsetzen, zum Beispiel einen Kurzurlaub zu machen. Ich hoffe, wir haben dir einiges über die Nachschulungen und die Probezeit erklärt. Wenn du Fragen hast, schreib sie uns unten in die Kommentare. Wenn dir diese Videos gefallen, lass uns ein Like da, abonniere den Kanal, erzähl weiter, dass es uns gibt. Würde uns ein bisschen helfen, Reichweite zu bekommen. Danke schon dafür im Voraus. Wir freuen uns schon wieder auf ein neues spannendes Thema. Nächste Woche, wenn es wieder heißt, auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.